Hallo und herzlich willkommen zum Video. Ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, um hierher zu kommen, um hoffentlich Haubentaucher oder andere Wasservögel zu fotografieren. Ich bin heute gekommen, da das Wetter relativ vielversprechend aussieht, also es ist wolkenlos. Es hat ein klein wenig Wind, mehr als ich eigentlich gehofft habe, denn je weniger Wind man hat, desto schöner ist natürlich die Spiegelung. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Ich bin relativ optimistisch, vor allem der Bereich, in dem ich hier fotografiere, ist auch ein klein wenig windgeschützt. In den letzten Tagen oder sogar Wochen hat es aber sehr, sehr viel geregnet. Es gab Überschwemmungen und der See ist schon sehr hoch mit dem Wasser. Also was ich jetzt einfach gesehen habe, als ich vom Parkplatz hierher gelaufen bin. Ich hoffe daher, dass, naja, ich habe nicht sehr viel Hoffnung und ich habe die Befürchtung, dass die Bruten, also die Nester überschwemmt wurden. Ich werde jetzt einmal hintergehen und schauen, ob ich die irgendwie fotografieren kann und möchte euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ja, wie ihr seht, habe ich es mir hier gemütlich gemacht. Ich bin hier wirklich relativ tief am Boden, eigentlich so tief wie es geht. Also ihr seht, das Stativ ist halb im Wasser drin. Einfach um eine... Oh, jetzt kommt nochmal ein Haubentaucher. Ah, cool. Ja, um eine sehr tiefe Position zu kriegen. Denn so hat man irgendwie ein viel näheres... eine nähere Verbindung zu den Tieren durch diese tiefe Aufnahmeposition direkt über der Wasseroberfläche. Und die Haubentaucher hier sind aktiv, das ist gut. Und was mich gefreut hat, es scheint, als ob sie ihr Nest am Bauen sind. Ich könnte mir vorstellen, denn es ist jetzt schon Mitte, Ende Juni. Ich denke, das erste wurde vielleicht geflutet und sie sind jetzt am zweiten dran. Aber immerhin hoffe ich, dass die Brut in dem Sinne nicht verloren ging. Ich weiß es leider nicht, weil ich jetzt dieses Jahr das erste Mal hier bin. Ich wäre gerne ein bisschen näher an den Haubentauchern gewesen oder hätte gehofft, dass die Haubentaucher näher bei mir sind. Vielleicht seht ihr, ich habe hier ein 400mm 2.8 Objektiv, hinten dran die Sony A1 mit 50 Megapixeln. Also Croppen ist nicht das Problem, aber es geht mir darum, oder einen Telekonverter könnte ich auch einsetzen. Ich habe den Zweifach-Telekonverter hier, aber gerade so im Gegenlicht fotografiere ich gerne so, dass man noch ein bisschen etwas von der Umgebung sieht, irgendwie noch ein bisschen von dem, schwimmt gerade noch eine Ente sehr nahe durch. Ja, quasi im Hintergrund so unscharf das Schilf, den Himmel, vielleicht noch weitere Vögel. Das finde ich eben, kann sehr schön wirken, je nach Situation. Und wenn ich einfach den Telekonverter drauf klatsche, dann geht das ein bisschen verloren. Wir haben hier auch das Thema Schärfentiefe. Also ich habe das schon gerne etwas unscharf und da hilft einfach der Telekonverter oder Gruppen nicht. Ich hätte es gerne, wenn die Haubentaucher ein bisschen näher bei mir gewesen wären. Jetzt kommt hier sehr schön nochmal ein Bläshuhn durch. Schwimmt direkt durch den Sonnenball und jetzt mache ich ein paar Fotos. Wieso hat es dieses Mal nicht geklappt, dass die näher bei mir sind? Nun, die brüten da hinten im Schilfgürtel und da ist eine gewisse Distanz an Wasser zwischen mir und dem Schilfgürtel, die ich einfach schlecht überwinden kann. Und dieses Jahr, wo das Wasser so hoch ist, dehnt sich halt der See noch ein bisschen mehr aus und ich habe gerade noch einmal vielleicht 2 Meter an Distanz, die ich verliere zu den Haubentauchern. Das heißt, das macht es definitiv nicht besser. Ich könnte zwar ein bisschen um das Ufer gehen, dann wäre ich näher an den Haubentauchern dran, aber dann fotografiere ich nicht mehr direkt ins Gegenlicht. Und ich möchte hier eine Aufnahmesituation haben, wo ich ins Gegenlicht fotografiere und als Hintergrund eben nicht nur das Schilf habe. So zumindest die Idee, mit ein paar Bildern hätte es geklappt. Ich hätte mir einfach den Haubentaucher gerne noch ein bisschen näher bei mir gewünscht. Belichtungstechnisch ist es wirklich nicht ganz einfach, denn wir haben einen relativ starken Kontrastumfang, also der helle Himmel, das helle Wasser, das dunkle Schilf. Den Vogel wird man einfach als Silhouette haben. Und das ist für mich auch völlig okay, gerade der Haubentaucher sieht sehr schön aus in der Silhouette mit der Haube obendrauf. Aber ich habe jetzt auch ein paar Enten und Bläshühner fotografiert, denn die sind näher durchgeschwommen. Und ich finde das ganz okay, dass man nur die Silhouette sieht. Ich belichte am liebsten manuell, weil ich einfach am meisten Kontrolle habe. Das bedeutet aber, dass ich die Verschlusszeit ein bisschen anpassen muss, je nachdem, wo genau das Tier durchschwimmt, der Vogel durchschwimmt. Und was hier schon eine große Hilfe sein kann, ist erstens einmal eine Kamera haben mit 3 Einstellrädern. Dann ist man einfach viel flexibler, wenn man auch mal die ISO verstellen möchte zum Beispiel.
Und das Zweite, was hier echt nützlich ist, ist die Zebras, die ich mir einblenden lasse, um die überbelichteten Bereiche darzustellen. Bei den meisten Canon-Kameras, die keinen Stack-Sensor haben, also wie die R5, die R6, R7, da gilt es zudem noch beachten, dass ihr im ersten elektronischen Verschluss einen höheren Dynamikumfang kriegt als im elektronischen Verschluss. Und das würde ich in so einer Situation wie hier wirklich ausnutzen. Häufig passiert es, dass der Haubentaucher aus dem dunkleren Bereich, wo das Schilf oder das Ufer im Hintergrund ist, in einen helleren Bereich schwimmt, wo sich die Sonne spiegelt im Wasser und dadurch wirklich hellorange ist. Und wenn ich jetzt manuell fotografiere, müsste ich ja die Belichtungszeit die ganze Zeit ändern. Und das macht keinen Sinn, denn vor dem dunklen Hintergrund will ich ihn gar nicht fotografieren. Aber ich möchte ihn schon fokussieren und tracken. Und um das zu machen, hat es für mich einfach enorm geholfen, mir die Belichtungssimulation auszuschalten für diese Situationen, nur um den Vogel schnell im Dunkeln zu erkennen, und anschließend kann ich es jederzeit wieder einschalten durch den Druck einer einzigen Taste, um dann wieder die Live-Vorschau zu erhalten von der Belichtungskorrektur, wie hell das Bild wird. Das hilft mir in solchen Situationen mit dem Gegenlicht unglaublich, einfach, dass ich die Fotos scharf hinkriege, und bei den meisten Kameras kann man das eben auch auf eine Taste legen. Wenn ihr mehr Tipps für die Fotografie von Vögeln im Gegenlicht haben möchtet, auch was den Autofokus anbelangt, Bildgestaltung und so weiter, dann schaut doch mal meinen Videokurs Tierfotografie lernen an. Ich habe eine Lektion genau hier gedreht, wo ich euch mit einem Blick durch den Sucher und auch über die GoPro-Ansicht zeige, welche Einstellungen ich jeweils verändere, für welche Situation, und das ausführlich erkläre. Das Problem beim Gegenlicht ist, dass man eigentlich eine relativ kurze Zeit hat, wo das Licht wirklich gut ist. Anschließend wird es ziemlich schnell hart, die Farben nicht mehr so schön, und ich bin deshalb jetzt auf die andere Seite vom See gegangen. Da habe ich ein bisschen Rückenlicht, und wie ihr vielleicht hier auch schon seht, der Hintergrund hier ist in der Sonne. Ich selbst und auch die Vögel sind größtenteils noch zumindest im Schatten, und das kann einfach recht schöne Stimmungen bringen. Denn so leuchtet der Hintergrund richtig stark. Gleichzeitig hat man mit eigentlich keine Probleme, dass auf den Vögeln, auf dem Gefieder ein zu starker Kontrast ist. Ich habe jetzt auch nicht mehr mein Stativ im Einsatz, sondern einfach die Isomatte hier, den Bohnensack und das Objektiv drauf. Dann komme ich auch praktisch auf Wasserhöhe. Ob ich jetzt eher das Stativ einsetze oder einfach den Bohnensack, kommt ein bisschen darauf an, wie flach das Ufer ist. Wenn das ein bisschen steiler abfällt zum Beispiel, nutze ich das Stativ, denn das kann ich wirklich ins Wasser reintun. Wenn das Ufer flacher ist, meistens eher den Bohnensack, und manchmal spielt auch noch eine Rolle, wie viel ich vorhabe zum Filmen. Die ISO sind jetzt höher, weil ich ja jetzt im Schatten fotografiere, und ich versuche hier trotzdem eine kurze Verschlusszeit zu haben, also in der Regel kürzer als eine 2000stel Sekunde. Einfach, dass wenn einmal Action geht, wenn der Haubentaucher nach einem Fisch taucht, wenn es irgendwie doch noch ein paar Anzeichen von Balz oder Aggressionen zwischen denen gibt, dass ich das noch scharf darauf bringe. Im Verlauf vom Vormittag wird das Licht dann bei den Haubentauchern auch härter, also irgendwann sind sie in der Sonne und es geht nicht so gut. Selbst wenn sie dann im Schatten sind, ist einfach der Kontrastunterschied zwischen Schatten und Sonne hinten dran wird zu hoch. Und ich bin jetzt deshalb noch ein bisschen hier herumgelaufen, im Park, am See entlang, zum Schauen, ob ich noch andere Motive finde, die komplett im Schatten sind. Ich habe zum Beispiel noch ein paar Sperlinge gefunden, und das war witzig, ein Weibchen hat in einem Spinnennetz die Insekten rausgepickt, das finde ich hat ganz lustig ausgesehen. Und wenn ich so einfach generell ein bisschen herumlaufe, schaue, ob ich eben noch ein paar Motive finde, dann brauche ich meistens ein bisschen mehr Brennweite. Wenn ich meinen 600 mm nehme, tue ich häufig den 1,4-fach-Konverter rein. Wenn ich jetzt mit dem 100 bis 500er unterwegs wäre, würde ich das gleiche machen. Hier habe ich ja das 400 mm 2,8, das heißt, ich habe hier noch den 2-fach-Telekonverter reingetan. Dann komme ich einfach auf 800 mm Brennweite, und das ist für mich doch deutlich praktischer, wenn ich so ein bisschen einfach herumlaufe und schaue, was ich finde. Vor allem eben, wenn ich eher auf Singvögel spekuliere, die ja doch eher klein sind.
Ansonsten wollte ich noch ganz kurz sagen, was ich sonst so dabei habe. Den Bohnensack und Isomatte habe ich erwähnt. Ich habe noch mein 100 bis 300er mitgenommen. Früher habe ich da häufig das 100 bis 500er genommen. Einfach zum, wenn die Vögel wirklich nah sind, am Morgen im Gegenlicht noch ein bisschen mehr von der Umgebung zu zeigen. Das war vor allem dann wichtig, wenn ich halt sonst mit dem 600 mm unterwegs war. Ich muss sagen, das 400er 2.8 ermöglicht da schon mehr. Aber ich würde mir echt überlegen, vielleicht auch ein 100 bis 500er oder so etwas Kleines einfach noch dazu zu packen. Idealerweise habt ihr das natürlich an einer zweiten Kamera, dass ihr ganz einfach hin und her wechseln könnt. Ansonsten war es das für heute. Ich werde definitiv noch einmal zurückkommen. Ich hoffe nämlich immer noch von diesem Foto, oder ich träume von diesem Foto, wo man den Haubentaucher hat mit dem Jungen, das oben drauf sitzt. Ich hoffe, das klappt dann in ein paar Wochen und dass die aktuelle Brut klappt. Und ja, das Equipment, das ich erwähnt habe, habe ich alles einmal unten verlinkt. Und wie gesagt, wenn ihr mehr über die Vogelfotografie, vor allem eben im Gegenlicht und so lernen möchtet, schaut euch mal meinen Videokurs Tierfotografie lernen an. Oder wenn ihr etwas weniger Geld ausgeben möchtet, könnt ihr euch natürlich ganz allgemein mein E-Book Vogelfotografie lernen anschauen, das ihr für den Preis von weniger als einer Pizza kriegt.